Am 12. Mai 1959 demonstrierten tausende tibetische Frauen in Lhasa friedlich gegen die chinesische Besetzung. Doch das chinesische Regime reagierte scharf. Viele Frauen wurden verhaftet. 52 Jahre später, in der Stadt Shimla in Nordindien, trafen sich Hunderte zum erneuten Protest. Seit 1959 bis heute machen sie diesen Kerzenlichtmarsch. Seit 52 Jahren. Weiter nördlich, in Dharamsala, schlossen sich hunderte Einheimische dem Protestmarsch gegen die Menschenrechtsverletzungen in Tibet durch das chinesische Regime an. Die Gründerin und Präsidentin der tibetischen Frauenorganisation, Rinchen Kando, sagte, die Tibeter wollen frei sein vom chinesischen kommunistischen Regime. Die Demonstration wird die chinesische Regierung auffordern, nachzudenken und Tibeter als Menschen anzusehen und auch ihre Anliegen zu beachten. Der Tibet-Aufstand begann am 10. März 1959 in Lhasa. Nachdem chinesische Truppen Vergeltung übten, waren geschätzte 80.000 Tibeter gezwungen, zusammen mit ihrem spirituellen Führer, dem Dalai Lama, nach Indien zu fliehen.